Star Trek Zeit auf Rolfs Filmkritiken. Wie auch der Deutschlandstart von Strange New Worlds bin ich mit diesem Video sehr spät dran. Doch im Gegensatz zu Paramount möchte ich mich bei euch dafür entschuldigen und hoffe, dass ihr trotzdem einschaltet. Blöder Einstieg. Ihr habt ja quasi schon eingeschaltet. Wie auch immer, damit ihr nicht gleich wieder wegschaltet, geht es jetzt los mit Folge 5. Spock Amok. Zunächst, ich finde der Titel der Episode ist etwas irreführend und für meinen Geschmack auch unglücklich gewählt. Ein Ausdruck, den ich leider auf die ganze Folge anwenden muss, denn zum ersten Mal in der noch relativ kurzen Geschichte von Strange New Worlds haben wir hier eine Folge, die mich nicht begeistert hat, sondern die mir als eine der Schwächeren in Erinnerung bleiben wird. Doch beginnen wir von vorn. Wie immer möchte ich das Kunststück versuchen, sowohl diejenigen, die die Folge noch nicht kennen, auch nicht zu spoilern, als auch denjenigen, die sie bereits geschaut haben, einen Mehrwert zu bieten. Kurz gesagt haben wir hier eine Raumdog-Folge. So etwas kennen wir ja auch schon aus TNG und ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Der Grund ist auch vollkommen klar, man versucht die Freundschaften der Charaktere zu entwickeln, um uns Zuschauern zu zeigen, wer hier mit wem am besten klarkommt und wer vielleicht eine gewisse Distanz zueinander hat. Und hier haben wir leider auch schon den ersten Fehler. Spock und Krankenschwester Capell werden zu Freunden. Nun kennen wir beide ja schon aus TOS und dort sind sie nichts weiter als lose Bekannte. Zwar könnte ich mit der Freundschaft noch leben, schließlich kann eine solche ja auch wieder einschlafen oder gar zerbrechen, doch geht man in Spock Amok ein bisschen zu weit. Es wird nämlich relativ schnell klar, und das auch ziemlich eindeutig, dass Capell heimlich in Spock verliebt ist. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich es überhaupt nicht mag, wenn Spock zum Objekt einer Begierde wird, die über Platonisches hinausgeht. Und außerdem hat er in der Folge 2 Kussszenen. Nennt mich Brüde, aber das will ich einfach nicht sehen. Bei Pike ist das okay, aber dazu mehr in Folge 6. Jedenfalls kommen TOS-Fans beim Opener von Folge 5 voll auf ihre Kosten. Wer Kirks berühmt-berüchtigte Faustkämpfe möchte, mit dieser herrlich eingängigen Musik von damals, der wird sich innerhalb der ersten 5 Minuten in Spock Amok verlieben. Zumindest war es bei mir so. Und außerdem ist es auch inszenatorisch ein Augenschmaus. Nicht nur sind die Effekte im Opener gut, auch die Kameraführung war genial. Zum allerersten Mal in der New Trek-Geschichte nutzt man nämlich einen Dutch Angle richtig. In Picard hat man die einfach nur aus, und entschuldigt die Wortwahl, Dummheit eingesetzt. Strange New Worlds hingegen weiß, wozu eine solche Perspektive da ist. In diesem Fall nämlich, um klarzumachen, dass alles nur ein Traum war. Moment mal. Jetzt hab ich's. Kurzman ist doch kein Verbrecher. Am Ende von Picard Staffel 3 wird sich doch dann bestimmt herausstellen, dass alles nur ein Traum war und der ganze Unsinn nie stattgefunden hat. Aha, ihr Schlingel, ihr. Doch zurück zu SNW. Der eigentliche Inhalt von Folge 5 war ärgerlicherweise ein bisschen schwach. Und außerdem ist sie mit großem Abstand die humorvollste Folge. Und hier werden sich die Geister scheiden, denn bei mir hat der Humor überhaupt nicht gezündet. Im Gegenteil sogar. Manche Szenen haben regelrecht Fremdscham ausgelöst. Allerdings könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass diejenigen von euch, die dieser Art von Komik etwas abgewinnen können, Folge 5 vielleicht sogar zu ihrer Lieblingsepisode küren. Allerdings zieht sich durch die Folge ein Wortspiel, bei dem ich echt keine Ahnung habe, wie man das ins Deutsche übersetzen will. Und apropos ins Deutsche übersetzen, der Doktor, der mir ja mittlerweile total ans Herz gewachsen ist, hat eine Stimme, die auf positive Weise sehr einzigartig ist. Ich bin extrem gespannt, welchen Sprecher man für ihn nehmen wird. Sein trockener Humor ist einfach nur toll. Aber wie gesagt, der Rest der Folge war wirklich nicht mein Fall. Es gibt eine etwas metaphysische Plotentscheidung, die manchen vielleicht nicht gefallen wird. Mit der kam ich aber klar, denn etwas sehr, sehr Ähnliches hatten wir auch schon im dritten Star Trek Film. Und wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Film liebe und verehre. Jedoch hat man in Spock Amok das Ganze mit derart vielen Zufällen verbunden, dass ich schon wieder komplett raus war. Ausgerechnet in einer Situation, wo zwei Enterprise-Mitglieder unpässlich sind, müssen zwei andere Personen ausgerechnet mit denen sprechen. Und nur mit denen. Also, einen dieser Zufälle hätte ich ja noch ertragen, aber zwei davon sind einfach zu konstruiert. Was ich allerdings positiv erwähnen muss, ist das Schauspiel, gerade vom Spock-Darsteller. Was der hier leistet, ist grandios und da können sich selbst so manche Hollywood-Größen eine Scheibe abschneiden. Dasselbe trifft im Übrigen auch auf Pike zu. Der spielt immer noch alle, außer Spock, gegen die Wand. Und er bekommt am Ende wieder einen meiner heißgeliebten Monologe. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber wenn Pike ansetzt, über die Werte der Föderation zu sprechen, dann kriege ich eine Gänsehaut. Das ist Star Trek und vor allem ist das respektvoll gegenüber Roddenberrys Werk. Wer allerdings extrem kurz kommt in der Folge, ist Uhura. Wenn ich richtig gezählt habe, und bei so einer kleinen Zahl wäre es komisch, sich zu verzählen, dann hat sie genau 3 kurze Sätze und auch noch nicht mal gute. Aber okay, und bleiben wir noch etwas beim Meckern. Es gibt da eine Drehbuchentscheidung, die den ersten Offizier und die Sicherheitschefin betrifft. Also keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber die Person scheint den Film First Contact nicht zu mögen und darüber hinaus nichts von Physik zu verstehen. Da musste ich mir regelrecht mit der Hand auf die Stirn schlagen. Sowas Dummes.
Und bleiben wir bei Fehlern. Das Vulkanier-Schach ist optisch falsch dargestellt. Man sieht es nur ein paar Sekunden und es spielt auch eigentlich keine große Rolle. Geärgert hat es mich trotzdem. Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein, ein Spielbrett richtig darzustellen. Naja, egal. Zum Schluss noch etwas Positives. Die Darstellerin von Spocks Frau ist richtig gut. Sowohl die Art, wie sie spricht, als auch wie sie sich gibt, sind einer gewissen Siri aus einem apfelartigen Telefon nicht ganz unähnlich. Folge 6. Lift us where suffering cannot reach. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich den Doktor liebe? Also mittlerweile ist er neben Pike mein Liebling auf der Enterprise. Irgendwie mag ich alles an ihm. Wie er spielt, seine trockenen Sprüche, seine in den richtigen Momenten emotionale Art, bei der er aber nie seine Professionalität verliert. Einfach nur toll. Doch reden wir über die eigentliche Folge. Diese hat mich nämlich drei Dinge gelehrt. Erstens, man schaut nur mit den Augen und nicht mit den Händen. Zweitens, Leia aus der Obi-Wan-Serie ist nun nicht mehr der intelligenteste 10-Jährige, den ich kenne, sondern eine bestimmte Person aus Folge 6, die ist noch viel intelligenter. Und drittens, der Transporter-Chief in SNW ist ein miserabler Schauspieler. Die Vermutung hatte ich übrigens schon in Folge 5. Allerdings habe ich es da noch auf den bei mir nicht zündenden Humor geschoben. Da gab es mit ihm nämlich auch schon einen Cringe-Moment. Doch in Folge 6 gibt es so gut wie keinen Humor, was ich angesichts der Düsternis der Folge als Stärke sehe. Aber dennoch hat es der Schauspieler geschafft, dass ich das hier tun musste. Aber dafür sind die anderen Darsteller gut. Ich mag es, wenn ein Schauspieler es schafft, innerhalb des Serienkosmos zu lügen, allerdings so, dass wir Zuschauer es bemerken, die anderen Charaktere aber nicht. Diese Art der Spielerei kennen wir ja quasi aus allen anderen guten Star Trek Serien schon. Und apropos Schauspieler, Uhura bekommt endlich wieder etwas zu sprechen und die Folge hat auch mehr Action als Folge 5. Allerdings sei dazu gesagt, nur weil eine Gruppe von Leuten als beste Kämpfer und Elitesoldaten bezeichnet werden, heißt das nicht, dass sie sich nicht völlig dämlich anstellen und ständig verlieren. Aber das ist okay, solche Patzer machen viele Serien. Und apropos Patzer in vielen Serien. Ein bekannter Trekkie hat mir einen Gedanken gegeben, den ich nicht mehr losbekomme und den ich gern mit euch teilen möchte. Wenn fremde Spezies an Bord gebeamt werden, warum errichtet man nicht erstmal ein Quarantänefeld? Man weiß doch schließlich nicht, ob nicht allein deren Anwesenheit schädlich sein kann, beziehungsweise welche Luft sie zum Atmen benötigen. Das ist zwar sehr pingelig, aber vielleicht habt ihr eine gute Erklärung dafür, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Doch zurück zur eigentlichen Folge. Ich fand sie wieder richtig stark. Folge 6 ist extrem spannend und während des Schauens hatte ich im Kopf, dass uns am Ende ein ganz bestimmter Twist erwarten würde. Und ich hätte mich nicht mehr irren können. Wir bekamen zwar einen Twist, aber einen völlig anderen, als ich erwartet habe. Allerdings sei dazu gesagt, dass ich so etwas selten gut vorhersehen kann. Ansonsten darf Pike in dieser Folge endlich küssen. Bei ihm finde ich das sehr passend und wir sehen auch Kirks Bruder nochmal kurz wieder. Entschuldigt bitte, dass ich ihn in einem vorigen Video als den Kirk bezeichnet habe. Und entschuldigt, wenn ich jetzt vom Thema Serie bzw. Film ins Thema Gaming gehe. Aber mich erinnerte der Planet der neuen Spezies an Columbia aus Bioshock Infinite. Und eigentlich wollte ich das im Video nicht erwähnen, doch dann gab es eine Story-Entscheidung, die mich extrem stark an Bioshock 2 erinnert hat. Zwar war es dort gewissermaßen nur eine Nebenquest, aber halt eine der guten und erinnernswerten. Mich würde interessieren, ob das Zufall ist oder ob die Macher wirklich Bioshock 2 und 3 gezockt haben. Jedenfalls möchte ich abschließend sagen, dass mir Folge 6 sehr, sehr gut gefallen hat und ich nach wie vor absolut von Strange New Worlds überzeugt bin. Am Humor und an gewissen Kleinigkeiten muss definitiv noch gearbeitet werden, doch im Großen und Ganzen bekommen wir Trekkies hier endlich wieder richtige Star Trek. Die Werte der Föderation werden hochgehalten, die Dialoge sind teilweise messerscharf und intelligent, die Charaktere machen richtig viel Spaß und sind, gerade mein geliebter Doktor, super geschrieben. Und die Effekte, auch wenn mir das nicht so wichtig ist, aber die können sich echt sehen lassen. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die kommenden Episoden und möchte euch zum Schluss noch ein Update geben, wann ihr nun mit dem Deutschlandstart rechnen könnt. Nach wie vor hält Paramount daran fest, noch bis Ende diesen Jahres mit seinem eigenen Streamingdienst in Deutschland zu starten. Das Problem ist aber, die haben bereits mehrmals ihre eigenen Termine verrissen und gelten damit nicht gerade als zuverlässig. Wenn ihr meine persönliche Prognose wissen wollt, rechnet mal lieber mit dem ersten Quartal 2023. Aber das Warten auf den viel zu muskulös geratenen Pike, den sieht man nämlich in Folge 6 oberkörperfrei, lohnt sich. Nicht wegen der Muskeln, aber aufgrund des Inhalts. Was? Schon zu Ende? Schau dir doch noch ein anderes Video von Rolf an.